Hallo und herzlich willkommen wieder bei Super Mario 64. Machen wir weiter. Hey! So, hoffen wir einfach mal auf eine schöne, lange Aufnahme, in der ich nichts rausschneiden muss. Dann sind wir doch alle glücklich. So, ja. Wir haben jetzt alle unteren Etagen und alle mittleren Etagen komplett. So. Also, nochmal zum Beweis. Hier, bam, bam. Bam, 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 bam. Geheime Sterne, ich glaube auch alle, die wir brauchen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da welche vergessen habe. Aber jedenfalls gehen wir jetzt nach oben, in die schwereren Levels. Naja, eigentlich nicht so wirklich, aber in die späteren Levels. Ja, komm. Diesen Trick muss man immer machen, aber egal. Wenn ihr den Trick nicht kennt, muah, ich bin fies, ich zeige ihn euch nicht. Also, erste Welt, gehen wir hier rein. Man beachte, ich springe unten in das Bild rein, denn ist nämlich der Wasserstand niedrig. Und dann können wir diesen Stern so ziemlich skippen. Wie ich doch so gerne mache. Also, man hat den Wasserstand hier unten und dann... Wo war denn der Teleporter? Ach, der war da, genau. Der war hier. Ja. Und dann ist man eigentlich oben beim Stern. Yay! Also, bloß kein Bock auf die blauen Pfeile. Nee. Nee. Nö, nö, nö. So, der nächste Stern ist ganz oben. Ist ziemlich egal, wie ich reinspringe. Ich könnte ganz oben reinspringen. Egal. Dann könnte ich direkt hinschwimmen, aber... egal. Ja, nach der Spitze der Stadt. Wie habe ich den Wasserstand jetzt? Ja, auch so, dass ich easy hin kann. Einfach hier hoch. Ist der schnellste Weg, würde ich behaupten. Spring da hoch! So. So. Jo, jo, jo. Hallo, Gegner. Hier ist die Kamera mal ziemlich blöde, aber geht. Wir rennen einfach auf die Kamera zu, so geht das Ganze auch. Nee. Das sollte nicht passieren, aber es ging. Ich bin nicht runtergeflogen. Hey, und da haben wir schon den zweiten Stern. Schön, schön, schön. Bisher läuft die Welt doch ganz gut. So, gesucht haben wir jetzt nicht wirklich, aber Spitze der... Stadt. Ich habe nie erkannt, dass es eine Stadt sein soll. Naja. Erforsche die Höhen und Tiefen. Was war das? Ach so, ja, die Ziffern. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt reingesprungen bin, aber... Sollte nicht so schlimm sein. Hier ist nichts, oder? Nein, hier ist nichts. Vielleicht bietet sich an, hier 100 Münzstern zu machen. Nee, mache ich nicht. 100 Münzstern mache ich dann mit dem Roten zusammen. Wo war denn der ganz unten? Ah, ich weiß, wo der war. Ach, wir können dann erstmal die Höhen erforschen, wenn man das so nennen will, wie die das vom Spiel verlangen. Machen wir das doch. Ich will nicht mehr im Wasser sein, danke. So. Da hinten ist die erste Höhe. Ne, der ist gar nicht, oder? Ich glaube, der ist gar nicht. Ne, der ist gar nicht. Oder ist das am Stein? Nein, ist auch nicht am Stein. So, dann ist hier gar nichts. Hier ist aber eine. Ja, brauchen wir den Schalter gar nicht betätigen. Geht auch so. Dann müssen wir hier hoch. Und... Auch... Oh, ich wollte den Schalter auch nicht betätigen. Egal. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ganz... Das Wasser am besten tiefer lassen. Und der Schalter müsste hier sein. Wenn ich mich da recht erinnere. Ja, oh, ich bin gut. Diese komischen Schalter-Dingens-Teile da aktivieren. So, und wo die anderen Nummern sind, weiß ich tollerweise auch. Sonst könnte man da echt nachsuchen. Aber einer ist hier. Ja, das war die dritte. Wie immer muss man fünf Dinger suchen. Einer ist hier und der andere ist auch hier. Yep, auch wieder ohne die Box zu betätigen. So,
So, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Das weiß ich gerade echt nicht. Wie komme ich da am besten hoch? Ich könnte es mit den Warp versuchen. Ich könnte es auch mit den besten Walldom ever versuchen, aber ich glaube, bezweifle, dass er klappt. Hm, ich versuche es noch einmal. Noch einmal noch. Boah, ich treff's nicht mal so. Nochmal. Pff, ich treff's echt nicht. Das muss doch gehen. Komm. Okay, zwei Versuche noch. Ein Versuch noch. Ja, come on. Ja, ich bin der Beste. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das jetzt noch schaffe. Ah, ja, herrlich. Okay. Also, das war doch ganz gut. Das war echt ganz gut. Ja. Beeile dich, Expressaufzug. Okay. Weiß ich, was Sache ist. Hoch muss ich noch nicht. Ich weiß. Aber ich hasse es zu schwimmen, also gehe ich erst hier ins Wasser rein. Hat so in etwa gar keine Zeit gebracht. So, und es gibt zwei Wege hier hoch. Einmal an der Seite da lang springen. Aber man kann... Ich habe es noch nie gemacht. Man kann hier hoch. Cool. Ich habe es gerade zum ersten Mal gemacht. Yay! Ich habe ein paar Sachen hier noch nicht gemacht. Ist euch vielleicht aufgefallen. Weil ich gucke zurzeit ein Let's Play von meinem Lieblings-Let's Player zum zweiten Mal. Und zwar Big Dev Anubas. Und der hat auch ein Mario 64 Let's Play gemacht. Das ist eins meiner Lieblings-Let's Play. Und so, und ja, er ist übelster Pro. Ich verkacke es gerade. Ja, verkackt. Ja. Sowas würde Big Dip nicht passieren. Nee. Der ist auch viel besser als ich. Selten einen so guten Spieler, Mario 64 Spieler gesehen. Außer Giano und wie die ganzen heißen. Die ganzen Speedrunner halt. So, versuchen wir das doch nochmal. Ist jetzt ja eigentlich nicht so schwer. Naja, mal sehen. Ich wollte eigentlich... Ja, war es jetzt so schwer. Das hätte klappen können. Das hätte echt klappen können. Das sah gut aus. Big Dip hat das geschafft. So muss ich jetzt immer wenn ich fail, muss ich das so sagen. Big Dip hat das geschafft. Big Dip hat das geschafft. Er hätte es aber auch geschafft. Aber er hat auch ein paar Mal verkackt, das muss man sagen. So wie ich. Auch manchmal. Ganz selten eigentlich verkacke auch immer. Wenn ich jetzt richtig erinnere, will ich oben rein. Weil jetzt geht's, glaube ich, in den anderen Teil vom Level. Finde die 8 roten Münzen. Ja. Ich habe gerade den Wasserstand nach ganz oben gesetzt. Deswegen mache ich das erstmal nicht. Hole ich mir die 8. Weil ich habe den Wasserstein. Jetzt müsste ich den ganz nach unten schwimmen und das wäre nervig. Ja, das ist garantiert so der einfachste Weg, darüber zu kommen. Weil so hoch kann man den Wasserstand eigentlich gar nicht stellen. Es ist so gedacht eigentlich, man sollte mit einer Kanone hier reinschießen. Und das ist bei weitem schwerer. Deswegen eigentlich schön weit oben in das Porträt, in das Bild springen. Porträt, sage ich schon. Und dann kann man einfach hier rein. Geht schneller und einfacher. Also jetzt holen wir uns die anderen Sterne hier. Dazu wollen wir erstmal den Wasserstand hier runtersetzen. Der ist hier. Und dann die Tarnkappe da hinten holen. So, mal gucken, wie wir da hinkommen. Soweit ich weiß, kann man durch diese Dinger durchrennen. Aus irgendeinem Grund. Fragt mich nicht, warum. Oh,
Und da haben wir den Stern. Yay. Fehlen nur noch zwei in dieser Welt. Schön, schön. Dann schaffen wir vielleicht diese ganze Welt in einem Video. Das wäre doch mal was. Ist jetzt auch keine besonderliche schwere Welt. Ich weiß nicht, wie schwer der 100-Münzstern ist. Ist natürlich blöd jetzt. Da müssen wir uns gleich echt mit der Kanone in diese Anderswelt schießen. Jetzt habe ich den Wasserstand trotzdem relativ hoch. Egal. Gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Warum nicht? Da hinten haben wir was. Ich glaube auch, man kann aber auch 100 Münzen allein in diesem Bereich holen. Es sind nicht allzu viele da, aber so 105, denke ich mal, sind schon da in diesem Bereich. Mindestens. Ich meine, wenn ich das schaffe und ich brauche echt nicht jede einzelne Münze. Ich hole mir meistens nie alle jede einzelne Münze. So, aber die von diesem Gegner will ich mir holen. Okay. So, wieder blöde Kamera. Da muss ich nochmal hoch. Machen wir die Mario Cam. Ganz einfach. So, haben wir Kamera von hinten. Ist doch schön. Ist da eigentlich was drauf? Hier ist gar nichts drauf. So, hier sind Münzen. Massig Münzen. Nein. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich wusste gar nicht, dass man sich so festhalten kann. Aber gut, ist besser, als wenn ich runtergefallen wäre. Erstmal die Mario Cam wieder weg. Die nervt ja. Ui, wollte ich nicht. Und Münzen. Keine darf weg. Da sind sie. Beide kriege ich. Ich kriege euch beide. Ja, ja, ja. So. Wasserstand stelle ich... Doch, will ich höher stellen? Ah, zu spät. Gehen wir erstmal nach ganz unten. Nach ganz oben kann ich dann immer noch wieder. Ich weiß jetzt blöderweise gar nicht, wo dieser Bomb-Buddy ist. Schön wäre, wenn ich das wüsste. Habe ich erstmal den hier weg. Na, sammeln die Münzen trotzdem ein. Geht doch. Und blaue Münzen. Die will ich nicht verfehlen. Okay. Ja, da komme ich ja ran an die Box. Habe ich doch vorhin auch schon geschafft. Nicht nur an den Punkt. An die Box wirklich. An die Box selber. Geht doch. Die haben echt massig Münzen drin. Okay, ich kann jetzt schon in die Anderswelt, wenn ich da irgendwie hinkomme. Wie komme ich da hin? Wo ist der Bomb-Buddy? So. Nochmal. Na. Schaffe ich. Ich glaube, das geht so. Na, oder auch nicht. Egal. Sonst hole ich mir einfach hier die 100 Münzen. Und hole mir den roten Münzstern nochmal separat. Wäre ja auch denkbar. Geht wahrscheinlich, geht vielleicht sogar schneller. Ich habe gerade noch eine Idee, wo ich hingehen könnte. Und zwar nehme ich mal wieder den Teleporter. Vielleicht kann ich von hier oben irgendwas ausrichten. Oder ist hier nicht sogar der Bomb-Buddy? Da hinten ist er auf der Insel. Ja, da komme ich nicht so einfach hin. Mal sehen, wo ich jetzt hinspringe. In den Tod. Ja, dann will ich doch wieder nach oben. Das war sinnlos. Ja, die Münzen kriege ich doch hier irgendwo wieder noch zusammen. Nee. Wie hätte er das nicht gemacht? Ja.